Hallo zusammen, ich habe die Frage gekriegt, was ich davon halte, Haushaltskühlschränke im Camper bzw. im Van zu montieren. Ja, ich mache seit 40 Jahren mache ich mit 12 Volt Kühlschränken. Ich weiß nicht, ob ich da die kompetente Person bin dazu, aber wir gehen dahinter. Ich habe so einen Haushaltskühlschrank, der hat um die 100 Liter rum. Es gibt auch kleinere, 90 Liter, spielt nicht so eine Riesenrolle. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder stelle ich den in den Camper rein und betreibe den über einen Wechselrichter. Da habe ich schon ein paar Videos gemacht. Dann braucht ihr, der Wechselrichter läuft dann immer Standby. Der Kühlschrank, jetzt hier mit dem mechanischen Thermostat, der braucht keinen eigenen Strom, aber habt ihr zum Beispiel einen elektronischen Thermostat drin, dann braucht er permanent Strom zur Regelung. Das heißt, der Wechselrichter muss dann permanent laufen und hat einen Eigenstromverbrauch von 1 bis 2 Ampere. Also das heißt, wenn ihr so einen Kühlschrank auf 12 Volt habt, der direkt läuft, braucht er rund die Hälfte Strom. Gut, jetzt sagt ihr, puh, so ein Kühlschrank kostet mich 200 Franken und ein Wohnmobilkühlschrank kostet mich in der Größe runden 1000er, 1100, je nachdem. Das spielt mir keine Rolle, ich buttere die 800 € in Wechselrichter rein, den ich sowieso brauche, und in Solar, dann geht die Rechnung für mich auf. Ein Haushaltskühlschrank wie der hier, der hat einen Außenhautverflüssiger. Das heißt, die Wärme, wir können ja nicht kühlen im Kühlschrank, da wird es nur weniger warm und die Wärme wird raustransportiert und die wird hier auf dieser Außenhaut abgegeben. Es gibt Einbaukühlschränke, die kosten aber mehr, die haben dann Gitter auf der Rückwand. Ich habe hier, den darf ich nicht einpacken. Das heißt, ich muss die Konstruktion so lösen, dass die beiden Seitenwände belüftet werden. Ich lasse hier 3-4 cm Luft. Dann funktioniert das, dann kann ich den einbauen. Dann wird die Wärme hier auf der Seite abgegeben. Ist natürlich, wenn ich jede Seite 3 cm Luft lasse, sind das wieder 6 cm, die wir irgendwo natürlich im Ausbau von diesem Camper oder Van fehlen. Ich kann den also nicht direkt einbauen. Für das brauche ich zum Beispiel hinten dran so einen Kühler. Da hat es hier keine Rohre dran. Da kommt dann ein Lüfter drauf, so direkt drauf geschraubt. Und so kann ich die Wärme hier über diesen Kühler abgeben. Wenn ich einen 12 Volt, hier seht ihr, das ist vom Transport irgendwo mit Schaumstoffen, die Tablare sind auch nicht so stabil gebaut, wie zum Beispiel beim Camperkühlschrank, einfach von der Bewegung her. Das heißt, ich muss die irgendwie fixieren, ist kein Thema, können wir machen. Ich habe keinen Rausfallschutz vorne an den Tablaren, brauche ich im Haushaltskühlschrank nicht mehr, wenn ich bewege. Ist auch lösbar und ich habe keinen Türverschluss. Also das heißt, der Türe wird nicht verriegelt oder kann nicht verriegelt werden. Da muss ich auch irgendwie eine Lösung finden, wird also nicht direkt geliefert. Ja, von dem her 200 Franken gegenüber einem Camperkühlschrank mit 1000 Euro. Das ist der kleine, feine Unterschied. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, man kann den Kühlschrank ja umrüsten. Man macht hier einen 12-Volt-Kompressor rein. Das machen wir. Wir nennen die dann Solarkühlschränke und verkaufen die für Alphütten, Schrebergärten und so weiter. Dann kann ich den Kühlschrank mit 150 Watt Solarpanel betreiben.
Das funktioniert. Da brauche ich auch keine Türverriegelung, keinen Ausfallschutz von den, dass die Ware rausfällt. Der bleibt ja in so einem Schrepperhaus und einer Alphütte, bleibt der stationär stehen. Ich könnte natürlich im Schreppergarten auch so einen Kühlschrank einsetzen mit dem Wechselrichter, dann brauche ich aber statt die 150 Watt Solar-Nennleistung, brauche ich einfach 300 Watt Solar-Nennleistung. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, ich kann ja hier einen 12 Volt Kompressor einbauen und diese Lüfter, und das ist dann viel günstiger. Und wenn wir dann ehrlich sind, ist es nicht ganz günstiger, weil bei uns kostet dann dieser Kühlschrank auch ein Tausender. Ist ein bisschen günstiger als ein Camper-Kühlschrank, aber nicht, dass ich da riesig spare. Klar gibt es Leute, die sagen, ja, ich habe dann Bekannten, ich bestelle mir aus China irgendwie einen chinesischen Nachbau vom Seckop-Kompressor und baue dann den um. Das Problem ist, wenn diese Kühlschränke hier, die sind seit 2017 sind die nicht mehr erlaubt mit dem gängigen Kältemittel im Camper, mit dem R134A, sondern die müssen Kältemittel haben, was ein GWP unter 150 hat, das ist jetzt Gesetz. Und das geht dann nur zum Beispiel mit R600, und diese Haushaltskühlschränke werden heute ausschließlich mit dem Kältemittel R600A betrieben. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber die meisten laufen mit R600A. Und wenn ich jetzt diesen Kühlschrank, der läuft mit R600A, da ist R600A drin und da ist ein Mineralöl verbaut. Wenn dieser Kühlschrank einmal gelaufen ist, wird in der Regel im Werk, läuft er einmal runter, ob er kühlt, beim Füllen, das ist, wenn er 10 Minuten läuft, habt ihr das Öl vom Kältemittel, vom Kompressor bereits im System verteilt. Das heißt, ihr habt hier dann Öl aus dem R600 Kompressor drin, da wird ein günstiges Öl eingesetzt, ein Mineralöl, und bei R134A wird ein Esteröl eingesetzt. Was passiert jetzt, wenn ich Kältemittel R134A einfülle und ich habe Mineralöl drin? Diese Verbindung, das Mineralöl aus dem ersten Kompressor und dem R134A, bilden eine Säure. Ich habe hier ein Kompressor entleert, ist aber nicht ein Haushaltskühlschrank, ist was anderes. Der wurde umgerüstet auf R134A, war aber Mineralöl drin. Klar, das Ding ist jetzt irgendwie 8 Jahre alt, aber wenn ihr sonst Kälteöl anschaut, das ist klar wie Wasser und ihr könnt es nicht riechen, aber das hat eine Säure gebildet und der Kompressor bei diesem System ging hinüber, der ist blockiert, ja. Also das heißt, das Umrüsten von einem Kühlsystem von R600A mit dem Mineralöl drin auf R134A ist nicht ganz so unproblematisch. Einfach weil sich darin dann Säure bildet im Kühlsystem und kann zu Schäden im Kühlsystem führen. Also wenn ihr so einen Haushaltskühlschrank umrüsten lässt beim Kollegen, der dann sagt, ich kann das, sagt ihm, muss das gleiche Kältemittel reinmachen, wie ursprünglich hier drin ist, und nicht irgendwie einen günstigen R134A Kompressor verwenden, weil die R600A Kompressoren, die kosten mittlerweile einfach immer noch ein bisschen Geld, und dann werden wir hier, gehen wir mit den Preisen wieder hoch. Sobald wir das richtig umrüsten auf R600A, wir müssen noch ein bisschen Händlermarge rein, wir müssen unsere Infrastruktur hier bezahlen und so weiter, dann sind wir mit dem Kühlschrank nicht mehr bei 200 plus einen günstigen Kompressor, sondern
Seit Gott Dampfos, dann liegen wir preislich dann auch wieder fast bei dem Tausender. Und ihr habt immer noch einen Haushaltskühlschrank, keine Türverschlüsse und so weiter und so fort. Ich sag mal, hier sollte man einen Tropfen Öl einklemmen in der Tür. Sehe ich gerade. Auch kein Thema. Das muss jeder selber wissen, ob er jetzt einen günstigen Haushaltskühlschrank einsetzt oder einen vernünftigen Camperkühlschrank. Da kann ich euch effektiv nicht sagen. Ich habe beides und ich persönlich würde nur einen Camperkühlschrank einsetzen. Auch wenn es ein paar Euro mehr kostet. Aber das mit dem Haushaltskühlschrank, es funktioniert in gewisser Weise. Es braucht viel Strom. Das ist meine Meinung zum Umrüsten oder Verwenden von einem Haushaltskühlschrank im Camper bzw. in einem Van drin. Auch wenn ihr da ein paar Euro spart, lasst die Finger davon, macht das richtig, weil ihr wisst ja, das Wichtigste für eine Freundin oder eine Mitfahrerin, für die Frau im Camper, im Van, was ist das? Nicht der Kühlschrank, das ist das Klo. Oder die Toilette. Und dann kommt der Kühlschrank. Ja, ich verlinke euch hier ein Video, wo ich das wechsle mit dem Kühlschrank, mit dem Vergleich, mit Kompress, mit Wechselrichter, ohne Wechselrichter. Und hier unten verlinke ich euch ein 96N. Das ist im Prinzip das gleiche wie hier, aber einfach auf Camperbasis. Ich wünsche euch einen schönen Tag.